Und so kommen wir wieder mit der dritten Folge. Drittes Spiel. Achtung! Das ist eine Untertreibung. Ich nehme an, das ist der einzige Zugang? Der einzige, den ich kenne. Wir umgehen es. Geraten Sie nicht ins Visier. Ich gehe zuerst. Es darf Sie nicht erfassen! Langsam. Weiter! Verdammt! Schütz kann von hier aus nicht auf uns schießen. Okay, warum kann ich nicht schießen? Kurz hören. Scheiße, Alter. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Schütz mich. Ich will ihn auch keine erste Kasse nutzen. Verteidigung errichten. Niemand sonst darf rüberkommen. Wir haben noch Teams auf der anderen Seite. Niemand. Und schalten Sie die Kameras ab. Sie haben es wohl bis ins Archiv geschafft. Und die schicken uns nicht einfach so eine Bahn. Kriegen Sie das hin? Das Archiv läuft über ein anderes Netzwerk. Wir sind komplett isoliert. Nicht mit einem Kurzstreckenkommunikator. Von Helm zu Helm. Und dann? Dann überzeugen wir Sie davon, dass wir auf Ihrer Seite sind und die Allianztruppen erledigt haben. Gute Idee. Sehen Sie mal nach, ob Sie was finden. Was? Der Major ist inzwischen ganz schön kompetent. Ja. Commander, ich habe was gefunden. Ja. Mittlerweile. Was haben Sie? Er hat einen Transmitter im Helm. Wenn ich... Mein Gott, er sieht aus wie ein Husk. Nicht ganz. Aber Sie haben garantiert irgendwas mit ihm gemacht. Und mit Sie meinen Sie Cerberus? Mit den eigenen Leuten? Haben Sie das auch Ihnen angetan? Das ist überhaupt nicht so. Kaidan, ich bin immer noch ich, aber ich habe eine Mission und ich werde Sie nicht dazu zwingen, mitzukommen. Ich bin dabei, Commander. Sie sollten nur wissen, warum ich... Kommen Sie. Dass du eine Nervensäge bist. Wir müssen Sie dazu kriegen, die Bahn rüberzuschicken. Hallo, hier ist Delta-Team. Ist da jemand? Wo zum Teufel waren Sie? Vergessen Sie es. Wie ist Ihr Status? Wir sind an der Bahnstation und warten auf Exfiltration. Alle Feinde neutralisiert. Verstanden. Echo-Team kommt zu Ihnen und sichert die Station. Haben die es geglaubt? Wenn nicht, werden Sie schon bald rausfinden. In Position gehen und flankieren, wenn Sie aus der Bahn aussteigen. Gute Idee. Sehe ich wahrscheinlich wieder, wie mir Leute... Ja, genau. Bestätige! Verstanden!
Da kommen sie. Trotzdem danke für den Aufzug. Zeige ich mich mal wirklich. Ja, sonst wären wir zurückgefahren. Nase versetzen. Ist ja gar nichts, was ihr könnt. Sehr problematisch, weil ich jetzt wirklich.
gibt mir keiner von euch Muni. Da liegt Munition. Eins ist verschwunden. Gute altmodische Art. Das Gestöhne die ganze Zeit. What is it? Aha. Jetzt haben wir noch ein Sturmgewehr. Huch, sorry. Kaidan. Sieht ein bisschen wie ein Sender aus. Ein proteanischer Sender. Der Unbekannte. Abbott. Der Unbekannte? Faszinierende Spezies, die Proteaner. Sie haben uns das alles hinterlassen, aber wir haben die Chance nicht genutzt. Die Allianz weiß seit mehr als 30 Jahren von den Archiven. Und was hat sie damit gemacht? Was wollen Sie? Was ich immer wollte. Die Daten dieser Artefakte sind der Schlüssel zur Lösung des Reaper-Problems. Ihre Lösung kenne ich. Ihre Leute werden in Monster verwandelt. Oh nein. Sie werden verbessert. Verbessert? Das unterscheidet uns, Shepard. Wo Sie Vernichtung sehen, sehe ich Kontrolle. Die Macht der Reaper beherrschen und lenken. Stellen Sie sich vor, wie stark die Menschheit dann wäre, wenn wir sie kontrollieren. Nur über meine Leiche. Mit diesen Daten befreie ich die Galaxie endgültig von diesen Maschinen. Ihre Vision ist lächerlich begrenzt. Sie waren ein Werkzeug mit einem einzigen Zweck. Und dabei waren sie trotz unserer Differenzen relativ erfolgreich. Aber wie bei den anderen Relikten hier, ist ihre Zeit vorbei. Genug geredet. Liara! Mischen Sie sich nicht in meine Pläne, Shepard. Das ist meine letzte Warnung. Fahren Sie zur Hölle. Shepard! Was? Die Daten sind nicht hier. Sie werden gelöscht. Leben Sie wohl, Shepard. Verdammt! Wie macht er das? Jemand lädt die Informationen lokal hoch. Hey, weg von der Konsole! Los! Oh. Sie hat die Daten. Dann holen wir sie uns. Schneller als sie aussieht. Dranbleiben. Wir dürfen sie nicht verlieren. Damn it. Wo ist sie hin? Ah. Da ist sie. Dranbleiben.
Naja. Sie stellen. James, hören Sie mich? Cerberus hat die Daten. Funkspruch an die Normandy. Sie sollen sofort hier runterkommen. Dammit. So knapp. Die Normandy ist unterwegs. Wird bald hier sein. Wir brauchen die Daten. Eine Maschine. Lassen Sie ihn gehen. Befehle? Erledigen Sie. Verdammt nochmal! Greifen Sie sich das Ding! Mitnehmen! Shepard, wir haben Reaper-Signaturen im Orbit! Kaidan braucht medizinische Hilfe. Wir müssen das Zollsystem verlassen. Ich weiß. Die Citadel ist unsere beste Option. Dort finden wir Hilfe. Auf zur Citadel, Joker. Verstanden. Durchhalten, Kaidan. Sehen Sie nach, was Sie und Edi von diesem Ding erfahren. Stellen Sie durch. Im Kommunikationsraum, Commander. Die Stimme hört sich wie anders an. Ich wäre sehr eine erwachsene Frau. Commander. Edi, kriegen Sie das klarer? Ich tue mein Bestes. Waren Sie in den Archiven? Ja, war ich. Und der Unbekannte auch. Ich hatte Cerberus-Aktivität befürchtet. Haben Sie die Daten? Einen Großteil. Einiges hatte er bereits runtergeladen. Edi und Liara analysieren jetzt, was wir haben. Was haben Sie erfahren? War es die Mühe wert? Anscheinend handelt es sich um den Bauplan für ein proteanisches Gerät. Gerät? Eine Waffe, riesengroß und enorm mächtig, die zu unermesslicher Zerstörung fähig ist. Schicken Sie die Daten.
Wir machen selbst eine Analyse. Wenn Liara recht hatte, können wir damit die Reaper aufhalten. Hoffentlich. Major Alenko wurde schwer verletzt. Wir bringen ihn zur Citadel. Das tut mir leid, Shepard. Aber wir wissen beide, das ist erst der Anfang. Reden Sie mit dem Rat. Zeigen Sie ihnen Ihren Fund. Mit etwas Glück bekommen Sie die nötige Hilfe. Und wenn nicht? Tun Sie alles, um sie an Bord zu holen. Ich melde mich. Hackett Ende. Commander. Schiff hat sich auch wieder geändert. Edi extrahiert Daten aus der Cerberus-Maschine. Bis wir die Citadel erreichen, liegen uns Details vor, die wir dem Rat präsentieren können. Und Major Alenko? Ich habe getan, was ich konnte, aber wir müssen ihn rasch in eine medizinische Einrichtung bringen. Der Admiral hat recht. Es wird schlimmer, oder? Ja, außer wir halten die Reaper auf. Den Daten nach könnte diese Waffe die Antwort sein, falls wir sie bauen können. Aber ich spüre, dass sie nicht daran glauben. Ich laufe nur ungern weg. Ich bin Soldatin und sollte auf der Erde kämpfen, statt meine Zeit hiermit zu verschwenden. Wenn es klappen soll, brauchen wir sie. Commander? Ist es nicht zumindest den Versuch wert? Ich sehe mal nach Kaidan und James. Wir müssen bereit sein, unsere Funde dem Rat zu präsentieren. Der Rat wird bestimmt einsehen, dass er helfen muss. Wenn nicht, wird das ein verdammt kurzer Krieg. Na, wir haben das letzte Mal schon so viele Leute verloren. Ich finde es selbst mit Kommando und alles. Ich habe kaum einen Puls. Abtransport. Wohin bringen Sie ihn? Huerta Krankenhaus. Das Beste auf der Citadel. Kommen wir nicht mit? Wir müssen unbedingt zum Rat. Stimmt. Sieht aus, als will da jemand zu Ihnen. Commander Shepard. Ich hörte von Ihrer Ankunft. Bailey. Captain Bailey. Schön, Sie wiederzusehen. Die Sicherheitschef. Sie auch. Aber es ist jetzt Commander. Glückwunsch. Ah, danke. Ich muss mich jetzt mit Politikern herumärgern und Abgesandte eskortieren. Nichts für ungut. Schon okay. Sind Sie hier, um uns zum Rat zu bringen? Ich soll Ihnen sagen, dass der Rat Sie erwartet, aber mit eigenen Problemen beschäftigt ist. Wegen des Krieges und so. Sie bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Bla, bla, bla. Sie treffen Sie in Odinas Büro, wo Sie bald sein werden. Okay. Sie hätten vorher noch Zeit, ins Krankenhaus zu gehen und dort den aktuellen Stand zu erfragen. Ach, der Rat geht vor. Das Treffen mit dem Rat hat oberste Priorität. Ich gehe jetzt zu Odinas Büro. Wir treffen uns dort. Einer meiner Männer führt Sie hin. Sie? Ich bin heute nur Tourist und versuche, keinen Ärger zu machen. Commander, wir haben ein Problem in den Botschaftsquartieren und könnten Ihre Hilfe brauchen. Ich komme sofort. Das gehört auch zum Job. Wir sehen uns dann, Shepard. Sicher. Wie alle befördert worden sind hier. Gut, dann sehen wir uns das nächste Mal und mit auf Wiedersehen.